deswegen sollen wir jetzt anfangen. Wir werden jetzt einen kurzen Einführungstrailer zeigen, also einen Videofilm. Ganz herzlich begrüßen. Ich mache jetzt keine persönlichen Begrüßungen, weil vor dem Riesling sind wir alle gleich. Eine Internet-Weinprobe. Es ist mit Sicherheit einiges mehr als das. Und wenn Sie sich nach hinten orientieren und die Technik, die dort aufgebaut ist, sehen, dann können Sie ungefähr ahnen, was eigentlich auf Sie zukommt. Was die Intention dahinter war, eigentlich für Produzenten und Interessierte wirklich zu versuchen, live mit den Weinen in verschiedene Weinbaugebiete dieser Welt zu schalten und die Hintergründe zu diesen Weinen zu erfahren. Der BDO, der Bund Deutscher Önologen, das ist die Vereinigung der Weinbauingenieure in Geisenheim, also ein ehemaliger Verein, ein Berufsverband. Und wir sind Organisator hier dieses Weinevents zusammen mit der Fachhochschule Geisenheim, mit der Forschungsanstalt Geisenheim und mit der Vereinigung ehemaliger Geisenheimer. Von der Idee her, die so etwa vor 2 Jahren geboren wurde, bei der Vorbereitung unserer Fachtagung damals, im Gespräch mit Professor Schulz und mir, kam so von ihm und wie das im Gespräch ist, ein Gedanke, der machte sich dann plötzlich selbstständig, keine Fachleute nach Geisenheim zu holen, sondern die Fachleute übers Internet nach Geisenheim zu holen. Und ich denke, wir schalten jetzt einfach um, Down Under, und gucken uns an, wie es in Australien aussieht. Good evening, Stephen. Das geht alles. Good evening, Hans, is it? I think we have to apologize for waking you up this morning already at 3:30. And then now, again, at close to midnight, you're... via direct to Geisenheim. So, ich habe gesagt, wir entschuldigen uns mal ein bisschen dafür, dass wir ihn heute Morgen schon um 3:30 rausgeschmissen haben. So, what's that to make und jetzt muss er halt noch mal bis nach Mitternacht aushalten. Er hat alle Weine allerdings schon probiert. Ich denke, das fördert auch das Durchhaltevermögen. Steven? Yeah. Thank you for your patience. Thank you for being there in the middle of the night, early in the morning, and now you can enjoy all the rest of the wines. Good, thank you. Gläser und Wein gehören einfach zusammen und deswegen kann man bei so einem innovativen Event wirklich nicht fehlen. Und das ist unsere Motivation hier auch, diese Initiative der Fachhochschule zu unterstützen. Ja. Zu einer gepflegten Tafel gehört ein guter Wein, aber auch ein gutes Wasser. Nicht zusammen, aber ein neben dem anderen. Das ist der Grund. Unser Weg ist die gepflegte Gastronomie. Also es gibt nichts Besseres, als bei solchen Weinveranstaltungen anwesend zu sein, um gemeinsam in Richtung Genuss, in Richtung Erlebnis zu gehen. Man muss unsere Sponsoren, den muss man jetzt wirklich hier erwähnen, ohne die hätten wir das gar nicht gekonnt. Wir sind ein kleiner Verband mit 1400 Mitgliedern. Wir hatten wirklich finanzielle Probleme am Anfang gesehen, als wir
die Kosten auf uns zukamen. Nur durch die Tatsache, dass wir eben eine ganze Menge Sponsoren gefunden haben, war es möglich, das überhaupt in der Form zu realisieren. Wenn Sie allein das Equipment gesehen haben, was da unten stand, hätten wir nie in dieser Form machen können. Und natürlich die tätige Mithilfe des Fachbereiches Medienwirtschaft. Es wird sicher einen zweiten Event geben. Wir haben ihn bewusst als ersten bezeichnet. Nur dazu gibt es heute noch keine Ideen. Aber nachdem das relativ erfolgreich abgeschlossen worden ist, würde ich sagen, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir doch schneller wieder zu diesem zweiten Ereignis kommen, als wir es am sich vorhatten. Also ich denke, dass es für solche Veranstaltungstypen schon eine Zukunft hat, weil wir auch immer globaler näher heranrücken und die Verbindung zwischen einem traditionellen Fachbereich wie Weinbau und einem technologischen Fachbereich wie Medienwirtschaft finde ich schon gut, weil es extremer ja eigentlich gar nicht sein kann. Ne? Also ich bin ja Studentin hier im Fachbereich Weinbau an der Fachhochschule Geisenheim. Durch mein Amt komme ich leider nicht so sehr viel zum Studium. Ab und zu werde ich in die Vorlesungen noch gehen. Und daher habe ich schon einige Sachen mitbekommen, wie das Ganze aufgezogen wird, was hinter der Idee steckt. Nur was richtig mich hier erwartet, wusste ich nicht. Also ich bin auch total überrascht worden und bin sehr, sehr positiv überrascht worden. Denn ich denke, das Internet ist das Medium der Zukunft und da dürfen wir uns nicht verschließen. Und auch heute der Vergleich zwischen den nationalen und internationalen Weinen zeigt ja, dass weltweit gute Weine produziert werden, die auch so präsentiert werden können. Und ich denke, es ist eine hervorragende Idee, die hier auch hervorragend umgesetzt wird. Hallo. Hallo. Ah. Dani? Wie geht's? Ja, sieht eher aus wie Johannes Rau, oder? Dieses Zusammenspiel wird sehr gut gebunden von dem Herrn Schulz. Also, dass es auch so eine Reihenfolge hat. Live-Schalter Australien, Talk mit einem Winzer oder über den Wein und wie die Anbaugebiete sind, Fragen, Chat. Mir gefällt es sehr gut. Ich finde das ein tolles Experiment. Ja, ist schon ein bisschen anders als die Vorlesung halt jede Woche. So viel Technik habe ich bei meinen Vorlesungen mit dabei. Also ich fand es ziemlich aufregender, mir so vorzustellen, dass dieser australische Winzer jetzt hier zu Hause wirklich vorm Telefon sitzt, so zeitgleich, prickelnd. Ja. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das Ganze so klappt, aber das kam doch sehr gut rüber. Nur hat man wirklich einen Eindruck bekommen, was die anderen Kollegen so rund um die Erde so machen. Und das auf einem ganz kurzen Weg. Das war doch sehr, war gut, war gelungen. Es war eine sehr unterhaltsame Angelegenheit, weil die Weine so unterschiedlich waren. Man kann sich, wenn man auf eigene Faust geht, sicher bessere Weine aussuchen. Aber so viele unterschiedliche, interessante Weine aus so verschiedenen Regionen bekommt man nicht alle Tage.